Ich hatte das über Jahre lang in der Schule und es war halt ein unangenehmes Thema. Da sind Juden gestorben und Adolf Hitler hat das gemacht und da hat der Krieg angefangen und es ist so da rein, da raus. Ich finde nicht, dass die Lehrer das einfühlsam erklärt haben. Also auf Kinderoper hat gar keine Lust. Opa ist für mich immer ganz streng. Moniba wurde im Ghetto Theresienstadt aufgeführt, damals von Kindern. Und ich war erstmal geschockt, weil ich davon nichts gewusst habe. Ich war in Theresienstadt als Kind und wurde dann vorgeschlagen für die Kinderoper Brunjiba. Und ich habe sie 51 Mal gesungen. Ist es für dich nicht beklemmt, wenn du da wieder bist an dem Ort? Nein, nicht mehr. Es gab sehr viele Krankheiten und auch keine sanitären Verhältnisse. Und die Leute starben auch an Hunger. Das ist eigentlich die existenziellste Situation, die man haben kann. Wenn man als Kind auf der Bühne steht, dann ist man so in dieser Rolle, dass alles andere verschwindet. Und dort wurden wir getrennt und das ist das letzte Mal, dass ich meine Schwester sah. Ich habe ja auch zwei Jungen verpasst. Ich wäre höchstwahrscheinlich einer derjenigen gewesen, die es damals auch getroffen hätte. Brunjiba war noch die einzige Rettung, dass man eben diese paar Stunden das rund um einen vergessen konnte.